Willkommen, Folge 4. Wir spielen weiter Stray. Ich habe übrigens in den vorigen Teil nie gesagt, dass wir hier Stray spielen. Ich weiß. Ich meine, das ist offensichtlich, steht im Titel. Aber so der Vollständigkeit halber. Es ist Stray Folge 4. Folge 4. wir sind immer noch in der Stadt der Toten, denke ich mal. Wir haben jetzt die ersten Roboter kennengelernt. Wir haben die Gesellschaft, die hier lebt, die übrig geblieben ist, kennengelernt. Da unten chillt sie. Und da ist sie auch. Wir werden jetzt auf jeden Fall weiter mit den Leuten quatschen. Und mal gucken, was hier noch so abgeht. Da ist auf jeden Fall auch ein Fenster, wo wir rein können. Das sehen wir uns direkt mal an. Skippen? Was wie kippen, ne? Und Thunfisch. Alles leer. Bier auch leer. Ich verstehe das irgendwie nicht. Das muss doch... Er sagt, er ist 300. Der eine hat gesagt, er ist 370 Jahre oder so alt. Also entweder muss das hier eine relativ sterile Umgebung sein. Also steril im Sinne von, trocken, nicht feucht. Ich meine, hier vergammelt nichts. Es sieht alles, es sieht halt alles irgendwie so ein bisschen in die Jahre gekommen aus, aber nicht unbedingt so, als würden die Gegenstände irgendwie Witterungsbedingungen ausgesetzt worden sein. Ich meine, klar, wir sind hier unterirdisch, aber nichtsdestotrotz gibt es ja quasi, ja, Luftfeuchtigkeit, Kälte. Ich meine, hier wachsen Pflanzen, gut, die werden alle gegossen, aber trotzdem, irgendwie verwirrt mich das immer noch so ein bisschen. So, was haben wir da? Notenblatt 6 von 8. Her damit. Taschenlampe aus. So. Das ist immer locker, immer cool. Das würde ich gerne mal auf der Gitarre hören. Geiles Büro. Ich finde sowas geil irgendwie. So ein kleines Kämmerchen. Hier würde ich mein Streaming-Setup aufbauen. Hinter schönen Hintergrund der Green. So habe ich meine. Kann ich in der kleinen Kamera noch eine kleinere Kamera schaffen, wo ich meinen ganzen Content produzieren kann. Ich fühle mich in sowas einfach wohl. Ist ein bisschen surreal, weil ich, weiß ich nicht, wenn ich in enge Passagen bin, habe ich leicht auch klaustrophobische Feelings. Aber sowas ist einfach nur. Einfach. Ehre. Ich hab ein Telefon geklingelt. Notizbuch von Clementina. 4 von 4. Es ist ein seltsames Notizbuch mit einem Symbol darauf. Das hier scheint jemanden namens Clementine zu gehören. Alles läuft nach Plan. Wir haben es geschafft, die obere Ebene zu kontaktieren, bevor der Sendeempfänger abgestürzt ist. Sie sind an einem Ort namens Stadtmitte und scheinbar gibt es dort irgendeine unterdrückerische Macht. Oh, sorry, Freunde. Ich habe vorhin mit Momo gesprochen. Seine Augen. Ich kenne diesen Blick. Er wird nicht mit uns kommen. Ich weiß nicht, was das bedeutet, aber es wird später wahrscheinlich nützlich sein. Wir sollten zu diesem Momo gehen, von dem uns Wächter erzählt hat. Ah, ich weiß nicht, ey. Je mehr Puzzleteile ich hier zusammenfüge, desto weniger... Oh, guck mal da. Siehst du, da ist wieder dieser Strand. Da ist noch mehr Fotos von Außenwelt. Allmählich, so allmählich... Gehe ich richtig auf in diesem Universum. Ich habe Bock herauszufinden, was hier abgeht. Die Tür können wir wahrscheinlich nicht besetzen. Muss man ein bisschen geraderer sitzen. Geraderer. Etwas gerade sitzen, weil es mir in Aufnahmen aufgefallen, dass ich immer leicht bucklig. Schrimpartig. Fibonacci-Kurvenmäßig sitze.
Was A nicht gut für den Rücken ist. Und B ein bisschen komisch aussieht. Ratzen, ja, los! Lass mich rein, Bro. Was ist das für ein Geräusch an der Tür? Wahrscheinlich nichts. Hallo? Bin ich etwa nichts? FBI, open the door! Okay. Zögere nicht, mich um Hilfe zu bitten. Ja, sorry, das wollte ich gar nicht. Ja, ich weiß. Hier rum? Ne, wahrscheinlich nicht, ne? Da hoch kann ich auch nicht. Ich meine, wie lange muss diese Wäsche da schon hängen? Und wieso? Mal davon abgesehen, dass es überhaupt gar keine Tür gibt, wie man da hinkommen könnte. Das verwirrt mich etwas. Okay. Oh, da blickt irgendwas. Das ist noch ein Notizbuch. Notenblatt, mein Gott. Oder? Ja, Mann, Notenblatt. So, wie heißt das? Ja, es tut mir leid. Ich habe mich schon. Es sind die Wurstfinger. Es ist ein altes Familien-Wurstfinger-Problem. Ah. Dieses hier heißt Ballade des einsamen Roboters. Oh. Das würde ich gerne auf einer Gitarre hören. Da gibt es so viel zu entdecken. Es macht auch sau Spaß, einfach als Katze hier diese Umgebung zu erkunden. Weil die Stadt sieht jetzt nicht unbedingt danach aus, dass sie jetzt für Katzen gebaut wurde, dass man hier überall rumlaufen kann. Aber trotzdem integriert sich das, finde ich, fabelhaft. So, jetzt kann ich hier auch runter. Was will ich das? Was habe ich davon? Wow. Okay. Mein Gesichtsausdruck ist ja auch anders. Ja, die Brille auch. Das ist auch so weh. Ey, kann ich hier kratzen? Ja! Es wird gekratzt. Ja. Jahrhunderte überdauert. Zack, kommt eine Katze, Digga. Kann ich hier rauf und dann auch mit ihm reden? Ja, geil. Oh, hey, du bist es. Was für ein komisches kleines Kerlchen, aber irgendwas strahlst du aus. Ich fühle mich veranlasst, dich zu streicheln, aber tue es nicht, weil ich nicht weiß, warum. Ach, Leute, ich kann ihm alles zeigen. Das ist ein sehr alter Binärcode, den du hier hast. Nur ein echter Technikfreak kann das lesen, kann ihn lesen. Ah, okay. Dann kann ich alles geben. Ich habe gehört, dass der Tauschhändler noch sowas sucht. Die Außenwelt... Was? Die Außenwelter? Haben ein Logo. Das war eine Gruppe von Leuten, die einen Weg nach oben suchten. Momo war einer von ihnen. Eines Tages beschlossen sie, ihren Plan in die Tat umzusetzen und gingen in die Kanalisation. Leider haben sie seitdem keinen Mucks mehr von sich gegeben. Aus irgendeinem Grund blieb Momo zurück. Ich glaube, er wird diese Entscheidung für immer bereuen, armer Kerl. Was ist denn das? Okay. Okay. Aber sagt das bei beiden, ne? Ja, okay. Beide Notizblöcke. Unbedingt. Die Oberfläche, oh, das ist ein sensibles Thema hier. Es gibt einige, deren Code diesen Konzept verstehen kann. Es gibt einige, deren Code dieses Konzept verstehen kann. Dann gibt es diejenigen, die von der Außenwelt wissen, aber nur resigniert sind und etwas tun können, um etwas zu tun. Und dann sind da noch die Außenweltler. Du kannst dir vorstellen, wie die sich fühlen. Nun gibt es nur noch Momo. Ein echter Techniker und ein Tauschhändler. Sehr gut, du warst sehr hilfreich, mein Freund. Ich danke dir viel. Ach, du schnarchst so. Hm. Ich auch kratzen? Nee. Ah, geil, jetzt kann ich wieder so ein Ding holen, ne? Ich werde wahrscheinlich einige davon brauchen. Die kommen aber auch rausgeschossen.
Ich mag die Musik. Das hat irgendwas so Adventure Pointed Click mäßiges. Ja, ganz geil. Hoppala. So, jetzt mal ganz entspannt jetzt hier. Nee, da. Fernsehen. Was haben wir da? Okay. Blaue Roboter mit Kameras als Kopf hat irgendwas Staatsapparatmäßiges. Ich glaube, die haben auch Knüppel in der Hand. Kann es leider schwer erkennen. QR-Code. Bestimmt vielleicht ein Easter Egg versteckt. Ihr könnt ja mal Pause machen im Video und die vielleicht abscannen und dann in die Kommentare schreiben, was er vielleicht anzeigt oder ob er einlesbar ist. Würde mich mal interessieren. Ich muss auch sagen, ich mag dieses gelbe Licht. Ich war ja in Barcelona und da ist dieses gelbe Licht überall so. Meine macht natürlich für Autofahrer die Augen schön müde. Natürlich ein Problem darstellt, aber es ist ein, ist für die Augen unglaublich schön. Hier liegt ja einer. Die habe ich ja gar nicht gesehen. Hast dich wieder schön wieder voll laufen lassen, jetzt schön wieder rumpennern hier. Na, Spaß. Ich glaube, als Roboter würde ich genau das gleiche machen. Ich würde das als Mensch genauso machen. Hätte ich die Möglichkeit jetzt. Diese Lichtkreise sind schon schön anzuschauen, aber ich möchte eines Tages den echten Himmel sehen. Die Außenwelt, Momo sagte mir, dass er mich eines Tages dorthin bringen würde. Er ist ein Träumer. Er ist ein Träumer. Er hat doch Ziele im Leben. Er nimmt sie nicht wirklich in Angriff, aber Svanito, ich könnte auch mal die Namen vorlesen von den Robotern, tatsächlich, da könnte ich mir auch mehr merken, falls mal gesagt wird, ja, du musst da und da zu dem und dem, da bin ich vielleicht nicht völlig überfordert, weil ich glaube, das ist der erste Name, den ich lese. Oh, hier wird reingetankt. Das ist ein sehr alter Binärcode, den du hier hast, nur ein echter Techniker, ein echter Technikfreak kann das lesen. Okay, das ist quasi Wort genau das gleiche, was der andere auch gesagt hat. Dann danke, ich habe keinen Durst, okay. Oh ja, jeder hier kennt das dieses Symbol, das sind die Außenweltler. Sie leben in den oberen Etagen dieses Bezirks. Du kannst wahrscheinlich mit Momo darüber reden. Welches Symbol? Ach, dieses Punkt und diese zwei Kreise. Das sieht so ein bisschen aus, als wäre ich irgendwie traurig. Okay, alles klar. Wie sieht's mit Musik aus? Okay. Danke für diese Information. Auch interessant, mehr oder weniger. Mehr oder weniger scheint es. Guck mal, da hinten ist das Symbol. Lol. Was soll ich jetzt sagen? Fuck, jetzt weg. Scheint es einfach das feste Symbol, glaube ich, zu sein. Nachdem wir Ausschau halten sollen. Nee, das wollte ich nicht sagen. Ah, okay. Improvisationstalent, das muss ich noch üben. Nee, was ich sagen wollte ist, die NPCs scheinen auf jeden Fall immer das Gleiche mehr oder weniger zu sagen. Also ich muss jetzt nicht mit allen Gegenständen immer zu den, zu allen Leuten gehen, sondern die sagen mir mehr oder weniger das Gleiche. Und ich muss die passenden Personen dazu finden, die dann sich wahrscheinlich auch zu erkennen geben, wer sie sind und welche Gegenstände sie gerne hätten aus meinem Inventar. Das finde ich auch sehr angenehm, weil ich dachte jetzt kurz, jetzt muss ich zu jedem Einzelnen gehen und fragen, hier, brauchst du das? So Point-and-Click-Adventure-mäßig. Und das ist ja natürlich mehr als nervig und würde auch ganz schön die Geschwindigkeit und die Dynamik aus dem Spiel rausnehmen. Aber sie haben sich sehr gut überlegt. Okay, ja, wollen wir gucken, wie lange wir rauszoomen? Okay, es gibt Satellitenschüsseln, das finde ich auch weird. Ich meine, gehen wir mal davon aus, dass es eine feste Umgebung ist. Warum signalgerichtete Positionen abgreifen? Nee, sehe ich irgendwie nicht. Da finde ich geil, wie weit rausgezoomt werden kann.
Ach, guck mal da, das ist das leuchtende Schild, ne? Da müssen wir hin. Aber ich habe noch nicht so richtig geschnallt, wie wir da hinkommen. Weil die Seilwinde ist da oben. Und das sieht nicht unbedingt danach aus, als könnten wir von oben herunter. Na, wir werden es herausfinden. Zoom immer noch weiter raus. Ich mag Liebe zum Detail. Muss ich wirklich sagen. Jetzt haben wir angehalten. Ne, immer noch nicht. Jetzt. Was für ein geiler Endscreen. Okay, sorry. Wir stehen wieder auf. Genug rumgelegen, genug gefaulenzt. Ja, da wird gestreckt. So muss das sein. Diese Pose machen auch einfach alle Tiere. Mein Hund macht genau die gleiche Pose, wenn er sich streckt. Okay. Also sieht zumindest... Ja, es ist das Symbol. Ganz klar. Es sieht nach Wissen aus. So, also hier haben wir schon mal Wissen. Ob wir hier auch einen Techniker finden? Ist auf jeden Fall... Es war ein Gelehrter. Oh je. Ich meine, kümmern die sich... Also ich meine, ist er tot? Kümmert sich niemand um Tote? Oder kennen sie das Konzept von Tod nicht? Wie du deine künstliche Intelligenz entwickelst, um so kreativ wie ein echter Mensch zu sein. Band 42. Bildungsbuch. Ist auch ein lustiges Konzept. So, man geht immer davon aus, dass die alles wissend sind, die Roboter. Verzeihung. Oh je. Dass sie alles wissend sind, aber auch sie bilden sich weiter. Das finde ich irgendwie, das Konzept finde ich ganz angenehm. Lässt sie ein wenig ich will nicht sagen menschlicher, aber ja, das macht ja doch eigentlich immer einen sehr perfekten Eindruck, Roboter. Ich weiß nicht genau, ob ich die ganzen Bücher hier umschmeißen soll. Aber was soll ich sagen? Das sind Wegbücher. Tresor benutzen. Wieder ein Gegenstand. Energy Drink. Okay. Ja, was? Ist ein bisschen nervig, dass... Was will er denn haben? Ich sehe es. Irgendein Schlüssel nehme ich an, aber ist ein bisschen nervig, dass die... Das übergeblendet wird. Von dem... Hier drückt mal E-Ding. Symbol. Da haben wir wieder die Palmen und den Strand. Also es scheint sich auch durchzuziehen. Strand ist auf jeden Fall hier etwas, was sie alle gerne hätten. Aber irgendwie das mit dem... Mit der... Naja, ich will ungern Leiche sagen, aber... Kann ich da hoch? Was geht da noch? Einfach so geil. Man kann sich einfach hier überall einfach hinschillen. Auch wieder so kleine. Ja. Kleine Details, die es nicht hätte unbedingt gebraucht für das Spiel. Aber es ist einfach, weil du bist eine Katze. Und du schläfst halt einfach fucking oft. Weil du es einfach kannst. Und dafür haben sie Plätze eingebaut, so eine kleine Kamerafahrt mit eingebaut. Finde ich super.
Ich meine, wir hatten jetzt gerade eine lange Pause und Nap. Muss jetzt leider wieder aufstehen. Was haben wir übersetzt? Gibt's hier noch irgendwas? Bücher über Bücher. Noch leicht versucht, so eine leichte Reihenfolge. So eine leichte Sortierung nach Buchstaben zu legen, aber im Grunde sieht es auch stark nach Verwahrlosung irgendwann aus, ey. So viele Bücher überall. Aber Bücher sind schon cool. Können wir hier übersetzen? Hey Doc, ich habe die Schlüssel zu deinem Safe gefunden. Du musst echt vorsichtiger sein. Ja. Es reicht nicht, dein Safe hinter einem Haufen Bücher zu verbergen. Yes, die Bibliothekarin. Okay. Ich weiß nicht genau, warum ich das mache, aber ich kann es halt. Das ist einer der wenigen Gründe, glaube ich. So, jetzt gehen wir mal zum Tresor. Notizbuch vom Doc. Okay, ein Storybrocken. Ein seltsames Notizbuch mit einem Symbol darauf. Das Symbol kennen wir jetzt. Das ist dieser komische, traurige... Was steht da? Void and Essay about Nothing. An Essay about Nothing. Würde ich gerne lesen. Quantum... Molekül? Was? Runkling, Quantum Run. Ich kann's nicht, ich weiß nicht genau, was das bedeuten soll. Dafür bin ich zu dumm. Das ist hier. Das hier scheint jemand namens Doc zu gehören. Nach wochenlanger Forschungsarbeit habe ich ein Spektrometer mit einer starken UV-Lampe kombiniert. Damit sollten wir in der Lage sein, die Zergs auf unserem Weg zur Außenwelt abzuwehren. Der erste Versuch war explosiv. Ich muss ihn vielleicht unter realen Bedingungen testen. Oh, in diesem Buch gibt es auch eine Notiz. Da steht, ich habe einen Konstruktionsfehler im Sendempfänger gefunden, aber ich glaube, ich weiß nicht, wie man ihn beheben kann. Hier ist die Gleichung. Ich weiß nicht, was das bedeutet, aber es wird später wahrscheinlich noch nützlich sein. Wir sollten zu diesem Momo gehen, von dem uns der Wächter erzählt hat. Ey, wir sind da und wir müssen hier wahrscheinlich tonnenweise von Gegenständen sein. Guck mal, hier habe ich gefunden. Was machen wir damit? Was machen wir hier? Das. Aber ja, geil. Wir müssen auf jeden Fall nach diesem Symbol weiterhin Ausschau halten, weil das scheint sehr... Das war schon so. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber es ist... Es befriedigt mich. Es sind meine Katzeninstinkte, ich kann dafür nichts. Gehen wir jetzt hier. Ich habe ein bisschen die Orientierung verloren. Bei ihm waren wir, den Fernseher haben wir auch gecheckt. Nichts zu holen. Stacheln ist schon wieder... Okay, das macht schon irgendwie mehr Sinn. Da man die Fenster aufmachen kann und die Wäsche daran hängen kann. Aber dieser eine nicht zugängliche Balkon, der war schon irgendwie strange. So, können wir hier... Kommen wir hier runter? Und darüber? Wir können hier auch hoch. Und... Ja, hier waren wir schon. Großartig. Ah, scheiße.
Nee. Da nicht so ein Turn drauf. Schon mehr. Ausgezeichnet. Oh. Ankündigung. Ich suche jemanden, der den Südeingang der Seuchenzone überwachen kann. Die Entlohnung beträgt 2 Pins Syuba-Öl pro Tag. Bitte den Wächter kontaktieren. Okay, ich weiß nicht genau, was das für eine Art Ware ist, aber... Irgendein Öl, damit das Getriebe schmiert, nehme ich an. Tauschhändler, Super Spirit, Wäscherei, Omas Kleidung und Eliots Programmierung. Okay, 2 Dinge, die wir auf jeden Fall brauchen. Aber der Händler, da können wir die Energy Drink Dosen eintauschen. Oder verkaufen, obwohl ich nicht genau weiß, was für eine Art Währung wir bekommen dafür, die uns irgendwie auch nur ansatzweise nützlich ist, weil wir halt eine Katze sind. Ah ja, und eine Erinnerung. Aber halt erstmal Energy. Hier in diesem Stream gibt es eine klare Priorisierung. Okay, ziehen wir uns mal rein. Was steht denn hier? RIP Humans. Ruht in Frieden, ihr Menschenherz. Die Menschen waren die ersten Bewohner hier. Jetzt scheinen sie alle tot zu sein. Was glaubst du, wie es ist, tot zu sein? Ich weiß, es klingt albern, wenn ich das sage, aber sind sie wirklich im Frieden? Werde ich im Frieden sein, wenn ich sterbe? Ich weiß nicht, wie sich der Tod für eine KI anfühlt. Tut mir leid, ich wollte die Stimmung nicht verderben. Lass uns weitermachen. Tja, es ist halt schwierig zu beantworten, da wir ja selber keine wirkliche Vorstellung vom Tod haben. Wir haben Ideen, oder besser gesagt Wünsche, wie das auszusehen hat, um uns Trost zu spenden, dass unser scheinbar unendliches Leben doch sehr endlich ist. Es tut mir leid. Okay, wütender Eimer. Und ja, eine KI, da ist halt die Frage, was ist, wie sehr hat die KI ein Bewusstsein? Ab wann ist etwas Bewusstsein, ne? Ach, das ist hier die Omas Kleidung? Omas Kleidung, ihre. Omi ist die Beste. Was geht, Oma? Nee, erstmal Hallo sagen, ganz klar. Ja, ganz genau. Omi hat es verdient. Ich liebe es zu stricken. Bis jetzt habe ich 478 Meilen an Schals gestrickt. Da hat man immer gut zu tun. Was habe ich gesagt? Ich glaube, ich habe wieder die falsche Zahl vorgelesen, oder? 478, guckst du mir mal ein VOD an. Wenn du mir etwas Stromkabel bringst, könnte ich dir einen Poncho stricken. Du inspirierst mich. Aber es ist nicht leicht, hier die richtigen Materialien zu finden. Nein, danke. Ich habe keine Lust. Ich spiele kein Instrument. Ich kann irgendwie trotzdem nicht. Das ist ein sehr hübsches. Sieht allerdings etwas seltsam aus, um echt zu sein. Ah, ich kann... Achso, ja, das können wir gleich nochmal gucken. Okay. Wir haben leider noch keine Materialien für Omi. Was mich traurig macht. Halt, steht... Ah, ne. Ist einfach nur zum Raufspringen. Okay, wo komme ich jetzt hier hin? Ach, Imshack, ja, den kennen wir ja schon. Da wollte ich vorhin hin. Ich erinnere mich. So, was ist mit euch beiden? Oma hat mir diese Kleider gemacht. Ganz schön schick, oder? Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Willst du etwas? Okay. Tauschen oder sowas sucht. Okay. Naja. Darüber reden. Okay.
Dann mal viel Glück. Okay. Elliots Programmierung. Bitte an die Tür klopfen und warten, bis wir öffnen. Wir. Mal auf. Und verwirrt, ich kann nicht mit dem Mittag. Nein! Es tut mir leid. Ich dachte, ich müsste mit ihm an der Tür mit ihm interagieren. Steht zwar. Es ist irgendwie so ausgegraut. Kann's doch nicht. Ich geh jetzt erstmal rein hier. Scheiß drauf. Übersetzen. Wir wurden dazu programmiert, Sklaven zu sein. Aber haben seit. ...2.544.875.556 Tagen eine Seele. Ehre, Digga. Hoffentlich finden die Außenweltler eines Tages den Ausgang aus dieser Hölle, Momo. Exit. Okay, ja. Knackt eine Runde. Derweil machen wir Unsinn. Was auch fucking sonst. Alter. Okay. Quatschen wir mal mit ihm. Du bist wegen Elliot hier. Er ist gleich da drüben. Okay, Bro. Ah, Notiz. Notenblatt. Ach, hier dieses Palmenbild. Eine sehr. Und dann zeigen. Unbetitelt. Würde ich gerne hören. Oh Mann, ist schon 32, Leute. Muss mir einen Wecker stellen. Okay, das ist, warte, halt, so. Fokus setzen, so. Fokus. Okay, das hat ein bisschen gedauert. Ich weiß auch nicht, ich muss den Knopf nochmal drücken. Egal, vielen Dank fürs Zuschauen. Das war Folge 4 von Stray. Lasst mir gerne ein Like da. Abonniert mich auch gerne für mehr coolen Content. Stray ist jetzt das erste Spiel. Viele werden folgen. Es macht mir auf jeden Fall sehr viel Laune. Ich hoffe, euch geht es genauso. Und ja, schreibt doch gerne in die Kommentare rein, wie es euch so gefallen hat. Und ansonsten gerne auch bei Twitch vorbeischauen. Link in der Beschreibung. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis bald.